Wo geht es denn jetzt? Hier geht's rein, ne? Noch so ein Dompteur. Hi. Bleib stehen. Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nee. In der ersten Generation waren die wirklich frustrierend, weil da hat man die, glaube ich, gar nicht gesehen. Hier sieht man sie ja zum Glück. Die unsichtbaren Mauern. Von daher ist das schon okay. Und wieder so eine Sandame. Ja, gut. Ist halt jetzt, wie gesagt, nicht die krasse Herausforderung, so ein Sandama. Nicht für Turtok. Und schon gar nicht mit dem Levelunterschied. Ist halt schon ein bisschen unfair. Und Arbok. Gehen wir wieder auf Nidoqueen auf jeden Fall. Arbok ist auch ein cooles Pokémon eigentlich. Auch so ein Pokémon, was man gerne mal im Team haben kann. Bedroher mal wieder. Na klar, immer drauf. Immer auf die Kleinen. Und wieder runter. Ab in den Boden mit dir. Oh, so ein Erdbeben. Ey, was würde ich tun, dass Nidoqueen jetzt auf Level 36 oder so Erdbeben lernt? Wäre so awesome. Kreideschrei, ja, okay. Verteidigung sinkt stark. Aber, Arbok, das bringt dir alles nichts mehr. Du bist jetzt sowieso Geschichte. Geschichte? Geschichten aus dem Paulanergarten. Du bist jetzt eine Geschichte aus dem Pokémon-Garten, okay? Geschichten aus dem Pokémon-Garten. Fast noch Level 36. Bringt uns leider nichts. Wir lernen ja doch kein Erdbeben auf 36. Das war nur eine Wunschvorstellung. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Ich bin der Nachfahre. Der Nachkomme, der Nachfahre, der Nachgefahrene. Einer legendären Pokémon-Trainerfamilie. Deswegen ich Pokémon auch besser trainiere als zum Beispiel du. Mit deinem Traumato. In einer Gift-Arena. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber Traumato ist tatsächlich ein Psycho-Pokémon. Kein Gift-Pokémon. Deswegen understand ich nicht ganz, warum du hier als Trainer in einer Gift-Arena stehst und nicht bei Sabrina in der verfickten Psycho-Arena. Danke für deine Aufmerksamkeit. Hypno ist auch so ein stranges Vieh, ne? Jetzt sollten wir Server einsetzen. Server. Sollte es down sein. Nice! Nice! Reinhard! Reinhard wurde besiegt. Kommen wir jetzt schon zu Koga? Ja, ne? Ja! Das sieht gut aus. Gehen wir nochmal heile, heile machen. Und dann werden wir uns in den Kampf wagen versus Arenaleiter Koga. Ich bin sehr gespannt, ob er auch mehr Psycho-Pokémon hat als Gift-Pokémon. Ich meine mich zu erinnern, dass er auf jeden Fall Smogmog hat. Wäre ja auch ein Unding, wenn nicht. Muss man ja mal ehrlich sagen. Das wäre ein Unding, wenn nicht. Aber ich kann es leider nicht genau sagen. Ich kann auch keine genaue Auskunft darüber geben, ob er, und was er noch hat, meine ich. Ob er Psycho-Pokémon hat, weiß ich gar nicht. Kann schon sein, dass auch so ein Hypno zum Einsatz kommt, ne? Kann man nicht riechen. Hi. Na? Was geht? Wir werden nicht zuerst Lucky einsetzen, wir werden zuerst Kraxa einsetzen. Ist halt am besten gewappnet gegen... Explosion und so weiter. Ich überlege gerade was. Ja. Oh, Entschuldigung, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Versus Arenaleiter Koga. Mit Smogon zuerst. Level 37.
Felswurf geht natürlich daneben. Warum? Hör doch auf! Ja, nice, das trifft. Das war ein Volltreffer. Alter, das macht echt nicht viel Schaden. Zwei Volltreffer, okay. Gib doch deine Volltreffer für Smogmog auf! Mann! Oh, Toxin! Autsch! Nein, das will ich nicht. Das ist nicht cool. Oh, das ist überhaupt nicht cool. Nochmal Felswurf. Hypertrank, das ist schlecht. Das ist überaus schlecht. Weil Toxin ist eine schwere Vergiftung. Wird halt von Runde zu Runde mehr, was es abzieht. Volltreffer. Nur zweimal getroffen. Okay, wir versuchen es aber weiter. Wenn wir viermal treffen, haben wir es down. Er trifft nur zweimal, ernsthaft. Problem ist einfach, wie gesagt, das wird mehr und mehr und mehr. Wir haben auch keinen. Doch, wir haben eine einzige Top-Genesung. Wir sollten uns hier aufheben, denke ich. Oder? Für Smogmog dann? Erstmal hochheilen. Ah, Rauchwolke. Super scheiße. Die Attacke. Versuchen es mit Stampfer. Vielleicht schreckt es zurück oder stirbt direkt. Nice. Gut, dann ist das wenigstens erstmal weg. Slimog. Da werden wir auf jeden Fall mit Nidoqueen draufgehen. Level 39. Wir haben zweierlei Vorteile. Wir können nicht vergiftet werden. Ach du Scheiße. Wir können nicht vergiftet werden. Und wir haben eine sehr effektive Attacke. Die jetzt allerdings nicht mehr wirklich viel bringt, wie es aussieht. Mit Komprimator wird das ein richtiger Ätz, Alter. Wir könnten speziell angreifen. Trifft nicht. Eventuell müssen wir auf Bibor ausweichen gleich. Und mit Aeroass. Alter, übertreib dein Leben! Was ist falsch? Aber Aeroass ist halt auch wieder physisch. Es geht nicht mehr, ne? Wir können nichts machen. Warte mal, ich. Mal ganz kurz ein bisschen. Okay, wir treffen, aber es zieht auch fast nichts ab. Das ist super schlecht. Wir machen kaum Schaden bei dem Vieh, ne? Es macht auch kaum Schaden bei uns, davon mal abgesehen. Huh! Das hat mir ein bisschen sehr viel Schaden gemacht. 35? Käfer wird nichts bringen. Aeroast trifft halt immer, ist aber Flug, damit auch physisch und damit wird es fast nichts abziehen. Probieren es einfach mal. Nee. Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Lucky ist die einzige Hoffnung, die wir jetzt noch haben. Lucky und damit Surfer versuchen speziell irgendwie es kaputt zu kriegen. Aber macht halt Schlammball kann das jetzt vergiften, wird. Naja, es geht vom Schaden her. Spül es einfach weg, das Slimer. Spül es einfach weg. Er wird es heilen. Er wird es auf jeden Fall heilen. Ja. Okay. Das war abzusehen. Wir sollten auch nicht mehr lange zögern mit heilen. Geht daneben. Ja, scheiße, stimmt. Dieser scheiß Komprimator ist ja noch. Oh. Oh, nee. Ach, komm. Trifft nicht. Es macht weiter, Komprimator. Was?
Das wird ein richtiger ätzender Kampf werden, ne? Wir können fast nichts machen, ne? Es macht weiter Komprimate. Ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar, dieses Scheißvieh. Und Verteidigung noch höher. Jetzt bleibt uns bald keine Wahl. Wir müssen ja. Speziell angreifen. Aber es zieht fast nichts ab einfach. Und wir treffen sowieso nicht. Es setzt einfach weiter noch Komprimate ein. Es geht einfach immer daneben. Wie viel es abzieht, wow. Unfassbar. Ich will sogar noch ein bisschen beschleunigen. Es zieht einfach... Also unwahrscheinlich. Es hat jetzt keine Wahl mehr. Es wird jetzt, sofern es nicht Toxin einsetzen kann, wie jetzt hier das der Fall ist. Wir treffen einfach auch nichts, ne? Ich will es jetzt nochmal ein bisschen vorspulen, weil guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir treffen nichts. Jetzt einmal was getroffen. Müssen wir schon wieder heilen. Er hat keine AP mehr. Er hat keine AP mehr für Schlammbombe. Er kann nur noch Toxin einsetzen. Jetzt treff halt auch mal wieder. Es ist so krass, guck ich das an. Es geht nichts, er kann nichts machen, wir können nichts machen. Ja, einzige Möglichkeit jetzt auf B-Board zu wechseln, ne? Und damit Aeroas so lange versuchen, erstmal heilen, so lange versuchen, Schaden reinzudrücken, bis es down ist. Was sollen wir da machen? Es ist ein richtiger Fuck. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, das Vieh setzt so lange Komprimator ein, bis keine Attacke von uns mehr trifft. Nichts. Es kann sich nicht noch weiter pushen, weil die Verteidigung schon am Limit ist einfach. Das zieht nichts mehr ab einfach. Wow, das... Wow. Unfassbar. Selbst mit Vorspulen hat es schon lange gedauert. Ist ja wohl ein schlechter Witz jetzt, oder? Nadelrakete. Oh, wow. Ist auch eine Käferattacke. Stärke 14. Nein. Ja. Danke. Smogon. Also ganz ehrlich, ne? Das jetzt gerade war so der größte Abfuck-Gegner. Ich dachte, dass das Nebulak, was ständig Abgangsbund eingesetzt hat, wäre Abfuck gewesen, aber das gerade. Hätten wir Aeroas nicht gehabt, hätte sich das ewig gezogen. Wir hätten irgendwann keine AP mehr gehabt und wären dadurch verreckt wahrscheinlich. Ein richtiger Ätz, Alter. Also wirklich jetzt mal. So richtig behindert. Ey, das ist... Also wirklich. Das... Weiß ich nicht. Das macht mich gerade fertig. So richtig, das ist Smogon ist rein auf Abfuck ausgelegt gewesen. Hätten wir kein Gift-Pokémon dabei gehabt, wären wir durch Toxin down gewesen. So einfach ist das. Wie unwahrscheinlich. Alter, ohne Witz, ne? Das ist sein stärkstes Smogmog. Toxin, na klar. Das könnte uns jetzt mit Rauchwolke halt richtig ätzend abfacken. Durch Gift verletzt. Wir probieren noch einmal. Wahrscheinlich durch Flinkklaue schneller gewesen jetzt. Zweimal Verteidigung gesenkt. Das könnte jetzt Finale einsetzen, aber dann hätten wir gewonnen. Rauchwolke.
Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wenn jetzt noch einmal Rotenschlag trifft, wechsle ich sowieso. Ui. Jetzt haben wir die Verteidigung schon ziemlich down. Wieder Rauchwolke, ja. Ich meine, das bringt uns jetzt gerade nicht viel, hier anzugreifen, denn Boden, also Schaufler trifft sowieso nicht. Und speziell... Warte mal, Smogmog war speziell gar nicht so gut aufgestellt, ne? Können ja mal einen Biss versuchen. Ja, aber jetzt mit Rauchwolke fuckt der nur noch ab. Wir können es versuchen mit Biss, aber es wird... Ja, es... Weiß ich nicht, es macht halt mickrigen Schaden, ne? Aber sein Tackle macht genauso viel, was ist das denn? Give me your Tackle. Schreck mal zurück, please. Hä? Hallo? Schreck mal zurück, please. Er schreckt einfach überhaupt nicht. Jetzt mal, wow. So, jetzt noch. Jetzt ist er im Rot, jetzt wird er heilen, bestimmt. Tackle. Okay. Okay, alles gut. Wir haben ihn. Leck mich, Koga. Na sowas. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Danke. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Ist das Toxin? Ist das Schlammbombe? TM6 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Schön, Toxin ist ganz nice. Halt, wie gesagt, schwere Vergiftung wird von Runde zu Runde heftiger. Damit kann man schon böse abfacken. Ja, so wie es Koga auch versucht hat. So, haben wir den jetzt auch. Super nice. Ich war sehr aufgeregt. Weil ich halt wusste, dass dieses Smogmog kommt und dass es ziemlich abfucken kann. Dass aber im Endeffekt das Slimog ist, was brutal abfuckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nun gut. Das war's dann auch wieder für diese kurze Aufnahmesession. Wollte ich nur kurz geklärt haben mit Koga, unseren kleinen Twist hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Und... Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Blattgrün Nuzlocke. Wow, das war doch wunderschön, oder? Ich kann super singen einfach und wir legen direkt wieder los. Wir können jetzt endlich auf die Zinnoberinsel reisen. Wir haben ja jetzt alle notwendigen Orden und Stuff und Dingsbums und hast du nicht gesehen. Und alles, was man sich erdenken kann, haben wir jetzt gesammelt. Wir starten mal ins Wasser. Möchten wir. Und auf geht's. Wir nehmen uns natürlich auch die friedliche Musik auf einmal. Nehmen wir uns natürlich GTX nach vorn, denn GTX mit Donnerblitz kann hier bestimmt einiges reißen. Hey du. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Er will vergessen. Was möchtest du vergessen? Eine gehasste Ex oder... Kevin, okay. Ich verstehe. Okay. So, GTX, dann zeig mal, was du drauf hast mit Donnerblitz. Dritt. Direkt Zipper. Ich denke, das sollte keine große Herausforderung werden, mit Lapras hier auf diesem großen See, diesem großen Ozean. Aber wir haben auch leider nicht unendlich viele AP. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das kriegen wir alles geregelt, denke ich. Oder Mädels? Ja, geregelt kriegen wir das. So, den ersten haben wir also schon mal down. Das ist sehr, sehr gut. Nein, ein traumatisches Erlebnis. Du bist doch schon traumatisiert genug, Mann. Arme Sau. Ich wollte nach Pokémon tauchen. Das war keine gute Idee. Warum nicht? Warum nicht?
Sag's mir! Winfried! Mit Goldini, na gut. Das war keine gute Idee, sagt er. Vielleicht hat ihn ein wildes Carpado angegriffen, hat ihn des Todes geplatscht. Man weiß es ja nicht, ne? So, auch Goldini sollte kein großes Problem darstellen, denke ich. Lapras ja mit einem relativ guten Spezialangriff. Passt das schon. Und Mushas. Auch das sollte kein Problem darstellen. Mushas ist in der speziellen Verteidigung doch recht mies. Na, mal gucken, auf was wir dann zurückgreifen, wenn wir keinen Donnerblitz mehr haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie weit das war bis zur Zinnoberinsel. Das war schon ein ganzes Stückchen, ne? Goldking. Goldking. Hallo, na? Wie geht's dir, Goldking? Du überlebst es natürlich. Furienschlag. Wow. Dieser Schmerz. In meinem Herz. So, dann machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Eisstrahl hinterher. Das reicht ja, denke ich. Es ist nicht sehr effektiv. Gut, das gibt dann wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Das ist ganz geil. Hilfe! Ach, Hilfe. 116 Pokédollar. Das ist ein Witz, oder was? Wie soll ich denn damit die Pokémon-Liga bezahlen? Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Und ein bisschen mehr Wasser. Man weiß es nicht. Och, jetzt kommen wir nicht mit 4 Seeper, Alter. Dein Ernst? Wie viele Donnerblitze haben wir noch? 10 jetzt. Naja, das ist nicht so viel. Mann, ey. Come on. Motherfucker. Aber wenigstens können wir hier super Chichix trainieren. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Ja, ja. Gut, gedrückt, Tintara, gedrückt. Okay, noch ein Tintara, ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Tintara, stirb! Tintara ist eigentlich auch ein cooles Pokémon, oder? Tintox ist ein bisschen hässlich mit dieser komischen Hakennase, aber ansonsten ist es eigentlich ganz schnufte. Finde ich. Ach, ich habe meinen Fetisch für die erste Generation. Also die Pokémon aus der ersten Generation. Die sind einfach super. Schon so ein bisschen Fetisch. Hat ein Goldini noch hinten ran? Naja, gut. Das kriegen wir auch noch geregelt, denke ich. Ein Donnerblitz, bitte. Auch wenn die Animationen, also die Animation irgendwie doof aussieht von Donnerblitz. Aber ist ja egal. Das tut ja nichts zur Sache, solange die Attacke durchschwemmst wie Sau. So, viele KP, das ist sehr, sehr schön. KP brauchen wir noch. Ignaz, Blubberkluck. Blubberkluck. Na gut. Eine sehr eloquente Wortwahl. Nein! Ach, come on. Ich gehe gerne schwimmen, du auch? Na klar. Immer wieder gern. Umberto! Umberto, komm zu mir, Umberto, wir essen Pasta. Umberto, Quapsel ist schneller. Quapsel hat auch eine extreme Initiative. Das ist ganz cool. So, dann gedreckt. Gibt halt überhaupt keine Erfahrungspunkte eigentlich. Kapuzzi, oh nice. Dürfte aber dann entsprechend auch viel schneller sein als wir. Hypnose. Trifft natürlich auch. Excellent, Alter. Excellent. Jetzt müssen wir aufpassen. Falls Kapuzzi schon eine Kampfattacke kann, ist es sehr effektiv auf Chidux. Greif einfach mal weiter an. Duplexieb macht es nur. Ist okay. Das soll kein Problem sein. Denke ich, hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. Aber wir schlafen immer noch. Oh Mann. Komm schon. Aquaknarre. Wow. Das wird reinhauen. Glaube ich. So, ist aufgewacht. Sehr schön. Donnerblitz. Donner und Blitzen. Ach ja, Kapuzzi. Was geht denn ab? Umberto. Mann, das war eine Bauchklatscher. Ja. Hoffentlich hat's weh.